Was geht YouTube? Mein Name ist Ermal Hüseni und willkommen wieder zu einer neuen Runde Clash of Clans, Leute. Und ja, das Update ist da. Wow, hat sich gereimt. Und ja, ich habe ja die Sneak Peeks gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Sneak Peeks. Es kamen 3 Stück und ja, hier Neues. Und ich lese es euch mal vor und wir sprechen darüber, was wir davon halten. Also zumindest ich und ja, was halt noch alles neu ist und so. Zauberstärke und Siegerbestimmung im Clankrieg. Verbesserte Blitz, Gift, Erdbeben und Frostzauber. Das habt ihr schon bei Sneak Peeks gesehen. Blitzzauber auf Level 7 sowie 25 neue Mauerabschnitte bei Ratslevel 10. Das heißt 25 neue Mauern und ja, Blitzzauber Level 7, wisst ihr auch alle. Die Gesamtzerstörung entscheidet jetzt den Sieger. Wenn am Ende des Clankriegs ein Unentschieden besteht, gewinnt der Clan mit dem höchsten Zerstörungsanteil bei den besten Angriffen. Das habe ich nicht gemacht. Ja, das heißt, wenn ein Clan-Gang unentschieden endet, dann zählt halt die Clan-Prozent-Angriffe oder wie man immer jetzt Zerstörungsanteil. Und jetzt zum Beispiel, ich zeige euch mal. Zum Beispiel, wir führen zurzeit 40 zu 36, sieht ein bisschen knapp aus. Und ja, hier steht, wenn man warte, Moment da. Wir haben etwa 77% Gesamtzerstörung, die 73. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr und ja, und das würde halt am Ende zählen. Und ja. Und Leute, ich habe eine neue Base, die ist auch gar nicht mal so schlecht. Und ja, sonst weiter. Das war das jetzt. Überarbeitete Zauber mit angepassten Stärke. Blitzzauber. Der Blitzzauber auf Level 7 verwüstet sowohl Gebäude auch als Truppen. Ja, das war jetzt, ja, wie immer. Mehr Schaden durch Blitzzauber auf Level 5 und 6. Das heißt, der macht jetzt auf Level 5 und 6 halt mehr Schaden wie jetzt zuvor. Ist auch gut so, weil ich habe den auf 5 oder auf 6. Ja, ich müsste den auf 5 haben, oder? Ja, ich habe den auf 5. Lol, was war das denn? Ja, ich habe auf 5 und das heißt, mein Blitzzauber macht halt jetzt mehr Schaden. Blitzzauber schlagen jetzt enger zusammen ein und verfehlen nicht mehr so leicht. Das heißt, der Blitzzauber, also wenn die Blitze kommen, werden die halt so in der Nähe, also die werden so eng halt zuschlagen. Und ja, Giftzauber. Truppen in einer Giftwolke nehmen zuerst weniger Schaden, der sich aber mit der Zeit immer mehr verstärkt. Das zeige ich euch jetzt mal und ja, Momentchen. Haben wir mal so einen guten Angriff, so. Okay, wir gucken jetzt unser erster. Er ist jetzt auch mein Cousin. Ja, klar ist die Base jetzt nicht gut, aber ist jetzt auch egal. Wir gucken mal. Der erste von denen lockt erstmal die kleinen Truppen und der hat den Giftzauber auf Level 2. Das heißt, der Giftzauber ist noch so ein bisschen low. Und ja, wir sehen das jetzt, wie der Giftzauber sich verbessert hat. So, ihr seht. Guck mal, die bekommen erstmal nichts ab. Und durch die Zeit guckt ihr jetzt an, wie schnell die sterben. Guckt euch das jetzt mal an. Düsch. Und der Drache kassiert jetzt auch richtig viel. Das sieht man jetzt nicht irgendwo da. Guck mal, wie viel der Drache schon kassiert hat. Und ich weiß jetzt nicht, warum. Und der will das jetzt natürlich schnell machen und so. Aber ihr seht, die haben erstmal nichts kassiert und danach richtig viel. Und ja. Das habe ich euch ja bei den Sticks bisher auch gesagt. Aber naja, sehe ich jetzt egal. Der Schaden durch Giftzauber wurde stark erhöht und hält noch nach dem Anblicken des Zaubers an. Ja, der wurde ja verbessert und das ist ja so wie der Wutzauber. Wenn der Wutzauber verschwindet, bleibt der Wutzauber noch ein Teil und das ist jetzt bei dem Giftzauber auch so. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja, Giftzauber reduzieren jetzt außerdem die Angriffsgeschwindigkeit verteidiger Truppen. Ja, Erdbebenzauber fügen jetzt viel mehr Schaden zu, ungeachtet der aktuellen TP eines Gebäudes. Wie immer, also die haben sich ein bisschen verstärkt. Wiederholte Erdbebenzauber verursachen bei denselben Gebäuden jetzt weniger Schaden. 4 Erdbebenzauber zerstören auch weiterhin jede Mauer. Das ist auch richtig geil. Jetzt spielen wir uns. Frostzauber haben jetzt auch eine Auswirkung auf verteidigende Lufteinheiten. Das habt ihr auch bei Sneak Peek gesehen, dass man jetzt die Lufttruppen friesen kann. Lava-Hunde können Lufteinheiten nicht mehr angreifen. Zum Beispiel, wenn ihr mit Lufteinheiten angreift, kann der Lava und euch nichts mehr tun. Angreifende Truppen beginnen den Kampf jetzt aus einer größeren Entfernung. Das zum Beispiel verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Muss es jetzt auch nicht verstehen. Und für Titan liegt 3 und 2 sind im Laden jetzt Schilde für eine Woche erhältlich. Und ich glaube nicht, dass jetzt einer von meinen Abonnenten jetzt ein Titan League ist. Und ja.
Ja, das war jetzt halt das Update und ich würde mal sagen, ich habe jetzt nicht die ganzen Truppen, aber YOLO einfach, ich greife mal an. Ich will einfach noch, versuche jetzt auch Meister zu gehen und ja. Ich brauche halt, also Loot ist auch nicht schlecht und ja. Und ja, ich glaube, wir machen jetzt auch einen Cut und ja, bis gleich. So Leute, wir haben einen gefunden, ist eigentlich in Ordnung, der Loot. Oh, what the fuck, ich habe auch so angegriffen. Ja, ich wollte ja halt den angreifen und ja. Was machen wir? Erstmal setzen wir mal hier ein paar Bogies. Wir müssen ja erstmal diese Luftabwehr zerstören. Hier können wir schon ein paar Truppen setzen. Oh, der Lümmel hat da, was weiß ich, einen Tesla. Das könnte ein paar Probleme machen. Egal. So, ich will erstmal das Dunkle haben, weil das Dunkle ist mir wichtig, damit ich die Queen auf Level 5 machen kann. Und ja, so, bitte holt das. Komm. Und die 50% will ich auch gerne holen und ja. So, wie machen wir das jetzt am besten? Wir setzen mal hier ein paar Truppen. Und hier ein paar Truppen. So. So ungefähr. Die kleinen Truppen setze ich mal auch dahin. So, jetzt müssen wir die Bogenschützen dahinter. Sieht sehr gut aus. Die Luftabwehr haben wir hier vergessen zu zerstören. Und ja, hier setze ich noch ein paar. Und ja, das sieht sehr, sehr, sehr gut aus. So, hier setzen wir mal die restlichen. Und ja. Ich hoffe erstmal, wir kriegen das ganze Loot. Und ja, aber das sieht sehr gut aus, aber das wird sehr schwer mit den 50%. So, jetzt haben wir etwa 30% geholt. Dafür, dass ich nicht mit den ganzen Truppen angegriffen habe, wird es auf jeden Fall auch schwieriger. Und ja, oh bitte, ich verliere dann 17 Pokale. Und das wäre nicht so gerade das Beste. Und ja, so. 31%. Oh, das wird immer mehr. Gut, gut, gut. So, vermute haben wir alles bekommen. Ist schon mal sehr gut. Und ja. Was machen wir jetzt? Ich würde mal sagen, die Queen und so setzen wir mal hier mal hin. So, erstmal hier. Und so, jetzt die Queen. Und ja, hoffen wir mal, dass es 50% werden. Aber ich glaube schon, dass es 50% werden. Ich kann ja den Barbarenkönig jetzt auch gleich zünden. Ja, gleich zünde ich den auch. Und ja. Also, den zünden wir mal jetzt. Und ja, 40%. Das wird knapp. Das wird knapp. So, bitte, 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 komm. Komm, bitte, bitte. Oh, das wird sehr knapp, das wird sehr knapp. Ich glaube, das wird nichts, oder? Das wird nichts. Nee. Shit, fast, oder? Wird das noch was? Oh Gott. Komm, komm, komm. Ein kurz. Oh, hol die Kanone, bitte, bitte, bitte. 50%, bitte, bitte, bitte. Komm, komm, komm. Yes! Yes, motherfucker! So, wir geben auch auf. Boah, war das knapp, aber ich wusste es. Leute, das war am Ende noch ein bisschen knapp, ey. Fucking shit. Ja. Egal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch da. Abo nicht vergessen, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.